Yo Leute, willkommen zurück bei WWE 2K24. Beim letzten Mal hatten wir das Match gegen Kevin Owens, also in einem TLC-Match, gewonnen. Das Match ging nicht so lange, Leute, es war auch richtig leicht. Naja, dann hatten wir eine Aufgabe mit Justine gemacht. Und, Leute, ich muss euch was erzählen. Hier mit dem Troy Simkin-Aufgabe. Das zeige ich euch mal schnell. Story-Fortschritt, genau, Championship-Feier. Leute, wenn man, ich muss euch das auf jeden Fall erzählen, dass, wenn man die Aufgabe jetzt überspringt, das mit Troy Simkin und Tavish Aufgabe dann macht, von Tavish, dann geht die Aufgabe weg und dieses Symbol, diese Aufrufezeichen-Symbol wird zu einem WWE-Symbol. Dann kann man das nicht mehr machen, diese Championship-Feier. Woher ich das weiß, ich Idiot habe aus Versehen, beim letzten Mal wollte ich ja vorproduzieren, habe ich das mit den Aufgaben von Tavish gemacht und dann ging das weg. Ich musste alles nachspielen, Leute. So, nachgespielt habe ich 40 Minuten lang. Ich habe auch richtig schnell gedrückt. Mein Gott, das war heftig. So Leute, auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Dann können wir endlich anfangen mit der Aufgabe von Troy Simkin. Troy, what's Mizanin got on the docket for me now? Das hatten wir schon, ne? Miz has the biggest spectacular celebration. Seriously? You mean Clyde? Sure. Wir hatten das schon, Leute. So tun wir es, habe ich gemacht. I don't attend, you head out to the Championship Feier beginnen wir. Ja, Leute, das Ding ist jetzt noch, dass das für mich jetzt blind ist, ne? Nur die Aufgabe ist für mich blind, sonst alles kenne ich ja schon. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Must see. But why is Austin Theory doing this? What'd the champion do to him? He showed up on SmackDown for starters. Finally, Theory has pulled off the champ. Okay, der hat uns attackiert. Aber ich habe die ganze Zeit gewartet, dass jetzt noch was kommt. Mal gucken, ne? So. Austin Theory sagt, Pate bekommt den WWE Universal Titel von Roman Reigns geschenkt. Und wenn er dann hier auftaucht, sollen wir uns alle verbeugen und ihn feiern? Ihn feiern, okay. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Willkommen bei Hashtag SmackDown. Hashtag A-Town Down. Oh Mann, ey. So. Justine sagt, guter Auftritt. Ich will ehrlich sein, mich hat es fast nicht auf den Sitz gehalten. Auf dem Sitz gehalten. Ich bin sicher, dass Tony, D'Angelo und alle anderen die Botschaft verstanden haben. Champs bekommen hier ihre eigene Schlange. Okay. Ja, das war die Aufgabe mit Justine, Leute. So, Attributspunkte ist viel zu wenig. Wir reden mal mit Troy Simkin. Und ich guck mal Story-Fortschritt. Wir haben das angefangen jetzt, ne? Mit Championship Fire. Wenn nicht, ne? Dann ist das richtige Verarsche. Ich muss das dann nachspielen, ne? I want Austin Theory. And I want him now. I know you're upset, but... Upset? No. I am angry, Troy. That thirsty attention seeker jumped me from behind, and now I'm gonna give him some attention he really won't like, in the form of a receipt. You wanna talk about receipts? I have a pile of actual receipts for everything we paid for and didn't get to use! Do you have any idea how much we sunk into the WWE Universal Championship celebration? All for nothing! Miz might fire me! Soll er doch. Troy, I don't care. In fact, the only thing I do care about is wringing Austin Theory's neck. So you go see if Miz is gonna send you packing. But first, you tell him I'm fighting Theory tonight, sanctioned or otherwise.
Ja, wir wollen auf jeden Fall Austin Theory haben. Boah, ich weiß noch, Austin Theory. Theory, boah, ich dachte schon den Namen wieder falsch, ne? Wartet, erstmal das lesen wir hier von WWE. Nach einem bösartigen Angriff auf Pate, den WWE Undisputed Universal Champion, hat dieser ein Match mit Austin Theory verlangt. So, Mike The Miz sagt, wenn irgendjemand bei Hashtag SmackDown Ansprüche stellt, bin ich das. Aber Undisputed WWE Universal Champion Austin Theory klingt awesome. Wenn der Pate seine Zeit auf dem Thron verkürzen will, soll er es das haben. Das Match steht. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Mit Austin Theory, ne? Genau. Bei 23 war das. Wenn ich mich gut erinnere. Da war eine Aufgabe und der hat mich ja besiegt, weil ich ja auf legendär gespielt habe. So, das kennen wir schon alles. Austin Theory könnten wir uns aber angucken, wie der reinkommt, ne? Oh Mann, der redet jetzt, ne? Ich hab das schon in echt gehasst. Mein Gott. Ja, komm hier. Ich merke gerade, ich habe manche Sachen nicht gemacht. Oh Mann, ich muss das mal noch machen, ey. Mit dem Einzug Ed Grimms, meine ich, ne? Ich mach das mal noch. Nach diesem Kampf mache ich das. Bevor ich das vergesse. So, so, das kennen wir schon alles. Austin Theory might have cost the WWE Universal Champion his big celebration, but I'll Austin Theory die Sprinkel oder Aufgabe machen wir. As a champion, you have to prove you're somebody to be feared, or else attacks like what we saw last week are just going to keep happening. Well, the Dark Horse will get his chance to show what he can do when he sees the attack. Der Typ hat aber immer die geilen You should always see it coming. Hosen und so, ne? Der macht das voll krass. Das mit dem SmackDown-Symbol und so. Die Symbole macht er immer geil. Mit seinem Namen, ne? Jetzt hat der, glaube ich, WrestleMania gerade. Auf seinen Hintern stehen. Aber da steht jetzt nicht WrestleMania, sondern Austin Theory. So, machen wir einen Oh My God Ruf. Spectacular. He may have to reach deep into his playbook to figure something out to earn a win. Oh my God! Here it comes! Avalanche Poison Rana! And you have to think the effects of that maneuver are going to linger. Oh! Fist drop! The challenger's looking shaken. Taking on some Alter, den Scheiß ändere ich, ey. Das ändere ich auch mal gleich. Das geht immer daneben. Stunner! Theory's hopes are waning. Yeah, some flaws in Theory's game plan are showing. Great counter. Opportunity now for Theory to capture some momentum. Ich hab gedrückt. Das schafft wieder zu spät. He switches it back around. A wrench in the arm. Choke slam. Throws their opponent to the mat. Elbow right to the head. Boah, die braucht immer lange, ne? Ringrichter, ne? Brauchen immer zu lange, um zu hier zu kauern, ne? Und zu uns also den auszuzählen. Unseren Gegner. Das dauert immer zu lange. Aber diesmal hat die nicht lange gebraucht. Sollte ich den auszählen. Manchmal ja. So, den Move werde ich auch ändern. Das Rolling Thunder Stunner. Ich glaube, ich mache das andere. Into the corner now.
Diving splash in the corner. Theory has lost any momentum here. Can Theory ride out this outpouring? Ich glaube, der reicht. Cover! Two count! Ja. That's it! The champ stays the champ! A lot of good action in that one. Here's another look. Here is your winner. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, wir haben das abgeschlossen. Ja, wir haben alle. Dann. Ah, das ist schon mal gut, Leute. So. Habe ich ja gerade gesagt, ne? Schaut mal jetzt. Troy Simkin und WWE-Symbol. Jetzt können wir auch die nächsten Aufgaben dann machen. Das ist gut. Wir machen die Aufgabe von Tavish dann. Aber bevor ich das mache, habe ich ja gesagt, dass ich ein paar Sachen ändern werde. Das mache ich mal kurz, Leute. Einzug und Moveset. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Oh Mann, ich hoffe, mein PC macht jetzt keine Faxen. Ich glaube schon, dass er das machen wird, Leute. Weil ich habe wieder Probleme. Champ. I hope you'll forgive an old timer buttoning your business. But it seems you've got yourself an Irish storm brewing. Seamus has been telling everyone your reign is about finished. Now my fighting days may be behind me, but there's no way I'd let a comment like that stand. I reckon you show that Irish warrior you're not close to finished in a finisher match. So, sorge in einem Finisher Match dafür, dass Seamus die Klappe hält. Machen wir. Ja, Leute, könnte sein, dass das bisschen dann ruckelt, das Video. Aber ich kann nichts dafür. Ich habe ja kurz gestoppt, das Video. Und dann habe ich ja den Moveset und den Entrance geändert. Und dann, keine Ahnung. Ich sehe ja die Statistiken. Und da steht halt immer, dass die FPS immer runtergeht, ne? Mal gucken. Ich hoffe, dass das kein Faxen macht jetzt, das Video. Besser gesagt, dieses Programm. Naja, wir haben Seamus schon mal gesehen, glaube ich, oder? Wenn nicht, sorry dann, Leute. It's the journeyman who's now on a journey to greatness. Wenn nicht, sorry, Leute, aber ihr kennt schon den Entrance von Seamus. Wenn nicht, schaut euch das von Internet dann an. Ja, das ruckelt ein bisschen. Ich merke das. Naja, dann mache ich nur die Nebenaufgaben. Und mach den Part dann kürzer, ne? Weil ich möchte auch nicht dann so spielen. Also, ich kann nichts jetzt dafür. Ich habe jetzt gespeichert. Ich kann das jetzt auch nicht abbrechen. Scheiße. Ich mach das Match dann so lang wie möglich dann, Leute. Ist ja ein Finisher-Match, ne? Schade. Ich muss aber aufpassen, dass der den Finisher jetzt nicht bekommt dann, ne? Wenn wir das Match dann lange machen sollten. So unfair, ne? Ich hab mein Moveset nur geändert, ey. Und mein Entrance, mein Gott. Ja. Ich merke noch nicht mal was, wenn ich kontern sollte. Ja, ich erinnere mich an meine alten Videos jetzt. Da hat ich auch ein Problem gehabt. Krass, dass der nicht gekontert hat, ne? Ja, der kontert doch safe jetzt. Taking no account for your own well-being. Naja, Leute, ich entschuldige mich schon mal voraus, ne? Wenn das ruckeln sollte. So, das ist mein neuer. Ich wollte noch ein paar Aufgaben noch machen. Also Aufgaben sag ich schon. Moveset.
Aber wo ich das gesehen habe, habe ich jetzt sowieso vergessen jetzt, ne? Da waren noch ein paar Sachen, die ich ändern wollte. Alter, nur weil ich das ändern wollte, ey. Das nervt mich gerade, ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ruckelt. Aber manchmal ruckelt das bei mir. It's nothing he hasn't been through before. Ah, took off the hood of the announce table out there by the monitors. Yo, der springt gut drauf, Alter. Oh, no. Oh, and he doesn't connect. An absolutely terrible. Dann machen wir auch, komm. No. He's taking a dangerous turn here. Nochmal. Whoa, look out. Trying to do as much damage as humanly possible. Das ist der Finisher von Dings, Finn Balor, ne? With a punch to the gut. Boah, wieso steht da zu spät? Return fire on the Celtic Warrior. Ja, das war mein Signature. Jumping clothesline. Oof. Ja. Ja, ich zögere das jetzt, Leute. Sonst hätte ich jetzt schon längst gewonnen, ne? Ich muss aber aufpassen, wenn er den Finisher bekommt, habe ich einen Arsch gehabt. Dann verlieren wir das Match. Oh Mann, ey. Das wird jetzt ein kurzer Part, Leute. Weil ich will euch das nicht antun. Ich rede jetzt die ganze Zeit darüber, ich weiß, Leute, aber ich will euch das wirklich nicht antun. Ne? Kann ich euch nicht bringen oder so. Na komm, den Finisher kann ich auch irgendwie nicht machen. Aber ich glaube, ich werde das jetzt beenden. Komm, ich versuche sogar einen Finisher-Move von hier zu machen. Vielleicht klappt das dann. Wenn er jetzt nicht ausweicht, ne? Wenn er jetzt nicht kontert. Ja. Ich bin froh, dass das Match kein Story ist, ne? Da, wo die reden und so. Da wird das richtig ekelhaft sein, dass das dann ruckelt. Oh Mann, ey, das regt mich gerade voll auf, Leute. Irgendwie hat das aber jetzt gerade aufgehört, sehe ich gerade, bei den Statistiken. Aber ich vertraue den Braten nicht. So, ich schau mal Story-Fortschritt. Wir haben noch zwei Sachen und dann machen wir das mit dem Monster unter Menschen. Erstmal könnte ich genau uns verbessern. Jetzt sind wir 88. Ich glaube, wir waren 87. So, dann könnten wir das noch hier. Ja, das haben wir schon gehabt. So. Miss hat mich nicht gefeuert. Okay. Okay, warum schreibst du mir? Beste Antwort. Ich dachte, du willst vielleicht wissen, dass Miss deinen alten Kumpel Troy mit einer Warnung davon kommen lassen hat. Obwohl wir Dollar für deine Championship-Feier verschwendet haben und dein Ärger mit Theory das Ganze versaut hat. Wir definitiv keine Kumpels. Boah, ich liege das schon falsch, ey. Wir sind definitiv keine Kumpels, Troy. Ich würde dich gerne blockieren, aber dann sehe ich deine Post zum Catering-Menü nicht mehr. Echt jetzt? Wir hätten beste Freunde sein können. Stell dir nur vor, was ich als Produzent für dich hätte tun können. Selber schuld. Oh Mann, ey. So, das lesen wir auch noch von Tavish. Du hast Sheamus deinen Finisher auf dem Silbertablett serviert und ihm gezeigt, was es bedeutet zu reagieren.
Wenn du diesen tödlichen Finisher weiter so entfesselst, zweifelt nie wieder jemand an dir. Gut gemacht. Manchmal habe ich das mit dem Lesen, ne? Kennt ihr schon von mir. So, Leute. Ja, ich werde leider diesen Part 10 Minuten früher beenden als gedacht. Schade, weil ich mache die Parts so ungefähr immer 30 Minuten, habt ihr ja schon gemerkt. Aber der Part geht leider kürzer. Wirklich schade, Leute, weil ich muss das mal das hinbekommen. Sag ich jedes Mal, aber das PC, wegen diesen scheiß Updates habe ich Probleme, Leute. So, egal, jetzt scheiß drauf. Will jetzt euch nicht jetzt die ganze Zeit viel davon labern, von diesem scheiß PC jetzt. Ich sag schon scheiß PC. So, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn es wieder heißt WWE 2K24. Ciao, Leute.